Leute, 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 ich grüße euch und ich hoffe, ihr könnt was sehen, aber wahrscheinlich könnt ihr gar nichts sehen, denn ich habe mein Studio ein bisschen umgestellt. Ich habe es jetzt hier grün und ich bin viel näher am Greenscreen dran und so weiter und so fort. Alles für mich viel, viel angenehmer und viel mehr Armplatz und sowas alles. Bin ich immer direkt sofort abgeschnitten und alles wie geil, wie so Bäume jetzt stehen und sowas alles. Ich räume mir noch ein bisschen auf und dann mache ich euch mal so eine Roomtour. So eine Roomtour. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das auf YouTube überhaupt interessieren würde. Vielleicht packe ich das auf Instagram oder so. Da könnte man das draufpacken. Heute gehen wir rein in Seven Wars Wild Folge 4 und 5. In 5 gab es tatsächlich gar nicht so viel Angel-Content. Da war nur Affe mit dem Continue von Folge 4 sozusagen. Und in Folge 4 gab es da aber auch noch, dass Knossi und Martin auch noch weiter geangelt haben. Ich bin gespannt, wann die anderen Teams anfangen zu angeln. Wir haben ja noch Rumatra, wir haben noch Trimax, wir haben noch Joey, wir haben ja auch noch die Naturensöhne und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, weil in Folge 5 gibt es auf jeden Fall einen Call am Ende als Cliffhanger und ja, mal gucken, was da dann dort passiert, was da dann dort passiert. So, jetzt aber, Leute, jetzt gehen wir rein in die weiteren Angelmethoden. Wir fangen an wahrscheinlich mit Knossi und Martin, gucken uns an, was da abgeht in Folge 4 und dann schauen wir uns danach auch noch Affe auf Bike an mit Hannah, Ann-Christine mit Hannah, die dann auf Folge 5 fortgesetzt werden. Also, rein mit uns da. Rein mit uns und mal gucken, was die angeltechnisch dort produzieren. Let's go. Da sind wir bei Knossi und Sascha. So, mal gucken, wie es ein Sound hier ist. Hier ist unsere Wildkamera. Direkt hier haben wir geschlafen, gell? Boah, eine Wildkamera, geil. Also wenn da jetzt was, also stell dir mal vor. Was stellt er vor? Da der Wolf stand. Das glaubst du selber. Ihr schlaft da und dann seht ihr was auf der Wildkamera, das was da war. Das muss crazy sein. Rein. Warte, wir haben noch eine andere. Platziert. Da vorne. Das muss hier wirklich vorne crazy sein. Platziert. Mit Blick nach unten. Hier ist der Wolf auf jeden Fall gestern langgelaufen. Boah, ja. Mit. Geil, Mann. Mit. Oh. Alter, die Batterie, ne? Okay, das ist das Erste. Ich geh warte. Ah! Okay, die war eine Wildkamera. War also nichts zu sehen. Ich will jetzt auch mal bedienen. Ja. War also nichts zu sehen? Nix da. Keine Dateien vorhanden. Nichts aufgenommen. Kein Wildtier. Gutes Zeichen für dich? Ja. Am Start. Gutes Gefühl, oder? Ja. Aber jetzt wollen wir zum Angeln. Wir wollen zum Angeln. Hallo. Stellen wir heute Abend woanders auf. Das Ding ist halt, wir haben zwar nichts da jetzt drauf, aber wir haben es ja selber schon gefilmt. Das stimmt. Ne? Klar, man hat jetzt in der Nacht nicht gesehen, aber man weiß trotzdem, dass die Wildtiere, die Wölfe existieren. Und die Bange bleibt zwar trotzdem, nur weil die einmal nicht da waren, heißt es nicht, dass die morgen nicht wiederkommen oder heute Nacht. Das stimmt schon, ey. Ja, es ist ja da. So, wir sind draußen. Trinken was. Die Kippe, Netz. Alter. Oh. Ist draußen. Da. Steht gut im Wasser. Irgendwo da vorne. Sie holen das Netz ein. Sich einfach was verheddern. Dann haben wir es. Da vorne anscheinend. Das Geile ist auch, es muss sich einfach was verheddern. Dann haben wir was. Junge, wenn das so einfach wäre. Wenn das einfach, sie könnten eigentlich auch so ein bisschen noch was reinmachen. Entweder vielleicht ein bisschen Seetang oder ein bisschen Algen ins Netz. Oder vielleicht auch ein bisschen Krebsfleisch irgendwie da reinbinden oder so, oder sonst irgendwas. Je nachdem, was sie da haben, um das besser zu tarnen. Aber einfach nur so das Netz da rein, ist immer so eine schwierige Sache. Aber es sieht bei allen Kontrahenten auch irgendwie sehr fischleer aus. Bisher hat man noch nicht so viel gesehen, ne? Irgendwo da vorne muss ich einfach was verheddern. Dann haben wir es. Da vorne anscheinend, gell, ist irgendwas passiert. Die Möwen fressen irgendein totes, irgendein Leichnam. Irgendwas ist da. Viele kleine Fische, sonst was. Hier ist was drin, Sascha. Jetzt müssen wir. Petri Heil ist jetzt das Geheimnis. Petri Heil. Währenddessen trinke ich mir unser Kaliumwasser. Petri Heil. Der Test für den Magen. Let's go. Ja, Freunde, Fischfang hat nicht so gut geklappt. Wir haben Netz versucht. Ich habe keine großen Fische gesehen, so sehr kleine. Es hat nicht geklappt mit dem Netz. Jetzt müssen wir weiter schauen, was Nahrung betrifft. Machen wir uns gerade ein bisschen Sorgen, ne? Der hat mich schon aufgeregt, dass das gleich geklappt hat. Es war halt ein Wunschgedanke, ne, dass es gleich funktioniert, aber so ist es. Wir haben ja nicht nur Netze, wir haben noch andere Möglichkeiten. Das Problem ist nur, ich sehe keine Fische. So, ich sehe nur so Minifische. Ja. Bleibt spannend.
Das wird doch das gewesen sein, wo die Möwen gewesen sind. Dass da lauter Schwärme voll von Minifischen sind. Wahrscheinlich wurde in diesen Schwärmen von Minifischen vielleicht sogar noch geraubt, dass manchmal ein toter Minifisch mit nach oben geht oder sonst irgendwas, wo die Möwen sich dann abgreifen konnten oder sowas alles. Auf jeden Fall wird da eine Menge an Fisch gewesen sein. Gehe ich ganz stark von aus, ja. Da habe ich einen der Gummifische von Joey Kelly noch gekriegt. Alter, der hat einen Gummifisch. Einen der Gummifische. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Habt ihr den erkannt, was das für ein Gummifisch war? Ich von Joey. Ist das ein Invader? Ja. Guckt euch das mal an. Alter, ein bisschen ähnlich. Farbe nur von unten unverwechselt. Welcher Gummifisch hat denn an der Seite so zwei gelbe Punkte? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr wisst, welcher Gummifisch das ist. Joey Kelly noch gekriegt. Einen der Gummifische. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich hänge einfach mal den Haken rein und vielleicht erträgt es ein paar Fische. Mach mal raus. Feuer. Was hat er denn jetzt vor? Will er den Gummifisch jetzt als Deadbait benutzen oder was? Rausfeuern und warten. Angeln ist Geduldsspiel. Alter, rutsch nicht aus. Rutsch nicht aus. Ja, geht runter. Sinkt schön ab. Ist ja echt unfassbar. Ah, okay. Da ist Sascha, wir beobachten das Meer, wo man Fische sehen könnte. Wir sehen keine Fische. Ich glaube, die haben den einfach als Deadbait benutzt. Es muss möglich sein. Wir brauchen Fisch. In diesen Flüssen da hinten, also in diesem Fluss und See, da ist nichts. Ja. Es muss von hier kommen. Oh Mann, oh shit. Schwer. Es kann auch sein. So, wir sind jetzt Bären sammeln. Wenn Fisch nicht funktioniert, gell, Sascha? Dann gehen wir Bären sammeln. Dann gehen wir Bären sammeln. Gehen wir Bären sammeln. Wir haben Stunden ins Wasser geschaut. Ja. Und probiert. Wir haben keinen einzigen mittelgroßen Fisch gesehen. Keinen Ey, einzigen. Aber das sagen viele. Diese Buchten ist einfach nichts los. Überall sind wir herumgespaziert. Dann schauen wir jetzt hier. Die Ebbe und Flut wissen wir jetzt auch. Die kommt nicht hoch in unser Lager. Da sind wir auch safe. Alles eigentlich top. Alles eigentlich top, nur Fische. Haben wir keine. Deswegen nicht demotivieren lassen, sondern andere Nahrungsquellen suchen. Das machen wir. Und wenn Ebbe wieder kommt, versuchen wir wieder zu fischen. Ist so. Weil no fucking excuses. No fucking excuses. Ihr kennt das alle von Panama. Jeder Tag zählt. Jeder Tag, den wir geschafft haben, ist ein Tag näher dran an der Abholung. Und die Abholung ist das, was dieses ultimative Gefühl ist. Dieses unfassbare Gefühl. Und deswegen, Freunde. Ah, jetzt ritzt er da was rein, okay. Ja, ey, aber das ist wirklich, vielleicht müssen wir mal gucken, ob die Kleinfische nicht vielleicht sogar zum Abend mehr in die Buchten reingehen, da wo die auch campen oder so. Weil diese Nebenflüssen, sieht ja eher aus wie, weiß nicht, als wenn da auch nichts drin ist. Bei den anderen ja auch nicht. Ne? Bei den anderen ja auch nicht. Wir können gleich nochmal reingucken. Denn, nee, bei Knossi haben wir, glaube ich, gar nicht nochmal. Lass uns gleich mal gucken. Aber wir können gleich nochmal reingucken, was zum Beispiel bei Affe geht. Ne? Oder bei Martin. Da sehen wir vielleicht gleich noch was. Ich bin sehr gespannt. Aber da ist schon mal nichts los. Ich bin sehr gespannt, ab welcher Folge wir den ersten Fisch sehen. Und ob wir bei Seven, wohl den ersten toten Fisch haben wir schon bei Affe auf Bike gesehen natürlich. Und ob wir überhaupt einen selbstgefangenen Fisch fangen. Einen lebendigen. Einen lebendigen, selbstgefangenen Fisch. Ey, dann raste ich hier aus, Leute. Dann raste ich hier aus. So wie wir den selbstgefangenen Fisch sehen, so mache ich da ein Video nach. Ist so. So mache ich das in einem Video nach. Verspreche es euch hier. Ich verspreche es euch hier. Icy angelt wie bei Seven vs. Wild. So, lasst uns reingehen in Minute 49, weil Affe auf Bike würde ich gerne zusammen mit euch in einer Kombination machen. Minute 49, let's go. So, da sind wir auch schon bei Fritz und Martin, Leute. Fritz und Martin nämlich. Genau, die gehen auch noch angeln. Da gucken wir mal rein. So, sieht vielleicht ein bisschen lustig aus. Oh, Martin hat Rückenschmerzen, ne? Martin hat mittlerweile einen Krückstock. An Tag 2, das läuft hier bei uns. Zum Rückenstützen. Boah, ey. Habt ihr Rückenprobleme zu Hause? Über den Strand geknüppelt. Das ist schon echt mies. Wir werden noch einen Wasserfilter nutzen. Boah, das Meer sieht so geil aus, Alter. Stellnetz kontrollieren, Langleine kontrollieren. Stellnetz, Langleine kontrollieren, ja. Geil. Hier haben wir, hier sehen Sie Survival Martin AD. Außer Dienst. Ja. Eieiei. Naja. Wir nehmen das irgendwie ein bisschen mit Humor, das Ganze, aber eigentlich überhaupt nicht witzig. Man kann es nicht auch anders nehmen, man muss es einfach mit Humor nehmen. So, die Stunde der Wahrheit. Das Netz. Was sagt das Stellnetz? Was sagt die Langleine? Wir sind wieder zurück. Jetzt, ja. Die gehen natürlich von einer starken Naivität aus bei so einem Stellnetz.
dass die Fische da einfach reinschwimmen, als wären die dürften. Wir haben auf jeden Fall schon mal Lebewesen der Welt drin. Was sagst du? Also ernüchternder kann ein Treibnetz nicht. Treibnetz. Stellen es nicht aussehen. Alter, ist ja nichts, gar nichts. Nicht mal eine kleine Kröte, gar nichts. Digga. Nicht mal eine kleine Kröte. Wo ist denn das? Ja, das vielleicht einfach ein bisschen tiefer setzen. Genau, wackel mal so ein bisschen, dann sieht man mal, wie toll wir was gefangen haben. Nee, gut, super. Einfach nichts. Ich würde es jetzt einfach trotzdem nochmal drin lassen. Ja, klar. Vielleicht kommt noch ein Schwall Forellen irgendwie so geflogen. Ich würde es diesmal aber tiefer machen. Vor allen Dingen, wie will sich der Fischer. Ein großer Fisch wird sich da niemals verhaken, oder? Ich weiß es nicht. Aber wenn er da durchschwimmt, die Gewichte hochkommen, vielleicht. Das könnte passieren. Das könnte vielleicht passieren. Aber schon schwierig. Aber wenn ich zum Beispiel zurück an meine Vorbereitung denke, an das Angeln und an die Reuse, dort habe ich halt ohne den Bau 4 Tage jeweils gebraucht, um dann wirklich was zu fangen. Also, das war hoffentlich ein Vogel. Oh, Digga, das hat mir gerade so einen Scheiß Angst eingejagt. Das war ein Vogel, denke ich. Tja, was soll das sonst gewesen sein? Hey, Bär! Aber da war gerade was. Ja. Mach dich raus! Ich glaube, es war ein Vogel. Ja, ja, krass, ey. Sehr, sehr krass. Oh Mann, ey. Da geht's nicht mehr drum. Da haben sie eigentlich schon gesagt, dass sie Affe auf Bike und Hannah sagen noch, hey, wir canceln auf jeden Fall Angeln und wir gehen go vegan. Aber in der zweiten Folge 5, im zweiten Bereich, da sehen wir gleich, wie es bei den beiden weitergeht. Auf jeden Fall auch da interessant. Im Stellnetz ist nichts zu sehen und ich bin gespannt, ob die da irgendwann ihre Taktik ändern, weil so leicht, ne? Alle unterschätzen, glaube ich, irgendwie den Fisch, als wenn man den Fisch vielleicht überlisten könnte. Einen Gummifisch als Deadbait legen oder die Langleinen fand ich gar nicht so schlecht. Da mit dem Köder ran und dann raus, aber dann musst du auch wieder regelmäßig den Köder wechseln. Auch früh morgens direkt ran, Köder gucken und dann direkt wieder einen neuen Köder rauslegen. Ne? Nicht einfach so aufgeben. Ne? Weiter geht's, weiter geht's. Da muss man dranbleiben, Lass uns mal in die Fortsetzung von Affe und Hannah gehen. So, da sind wir in Folge 5 gelandet. Die einzige Situation, wo es hier ein bisschen um Angeln geht, ist mit den beiden Mädels. Und dann sind wir auch schon auf dem aktuellsten Stand von den aktuellen Folgen. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3. Immer noch gut motiviert, die beiden. Freunde, wie hast du geschlafen? Alter, mega gut. Ich bin nicht einmal aufgewacht. Es war einfach nur richtig Premium-Bett hier. Ich habe auch saugut geschlafen. Ein paar Mal was gehört, aber nichts gesehen. Und ja, Tag 3. Läuft. Schon. Läuft schon. Na, Tag 3 ist gespannt, echt schon. Wie sich das morgen anfühlt, wenn du Tag 4 hast und noch weißt, 10 Tage kommen. Aber gerade bin ich noch hyped. Ja. Sehr. Noch ist der Hunger nicht so schlimm. Gib mir die Natur, da kann man noch was mit anfangen. Noch ist der Hunger nicht so schlimm. Aufhört und man einfach nur noch chillt und hungert. Voll. Ja. Hast du schon Hunger? Also so richtig? Gestern war es schlimmer, oder? Als jetzt in der Früh. Es geht. Also es ist klar, habe ich Hunger. Und für mich auch voll interessant, weil ich sonst auf meiner Reise höchstens 3 Tage mal nichts gegessen habe. Das heißt, für mich ist echt der Tag morgen, wo ich sage, das ist Neuland. Ja, aber das erdet auch so krass, ey. Einfach mal so lange nichts essen. In meinem schlimmsten Fall fangen wir halt an. Man weiß so viele Dinge, so viel mehr zu schätzen. Und Fallen aufzubauen. Ist echt krass. Maus. Oh, Mausfallen, auch interessant, ey. Ich habe tatsächlich noch gar keinen Hunger. Ganz komisch. Krass, ey. Das ist echt komisch. Weil, ja, gestern, ja, wir sind jetzt 1,5 Tage ohne Nahrung, oder? Ziemlich ja, was genau. Mir mehr Sorgen macht, ich habe seit 3 Tagen nicht gekackt. Ja, das ist ich hinter mir. Ah, wird schon kommen. Ja, so lange. Das kam aus dem Nichts jetzt. Ja. Das kam aus dem Nichts, ey. Krass. Ja, weiter im Wald jetzt hier ein bisschen. Diesen Bums, den kann man auch essen. Ja, okay. Schmeckt halt wirklich so widerlich. Eigentlich ist aufgekochtes Wasser dazu ganz geil. Ich frage mich, ob das nach ein paar Tagen gut schmeckt. Ich glaube nicht, ey. So, das ist jetzt das Stellnetz von gestern. Und ich wundere mich ein bisschen, dass da keine Steine oder irgendwas mehr drin sind. Und man sieht hier auch die ein oder anderen Löcher. Warte, wo war das jetzt eben? Genau hier. Heißt es, dass da was drin war und Wildtiere zugange waren? Uff. Keine Ahnung, aber weitermachen. Wir nehmen es als gutes Zeichen auf.
Das heißt, wieder jetzt Scheiße reinpacken und dann auswerfen. Gestern ist mir aufgefallen, ich wollte hier nach Plattfischen angeln. Plattfische? Total dumm, weil also die fühlen sich halt gängigerweise wohl im Sand, aber hier ist alles super steinig. Ich weiß halt nicht, ey. Was ist das für ein... Haben die da einen Süßwasserbereich oder einen Salzwasserbereich? Haben die da irgendwas gesagt? Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was so genau am Start ist. Ich bin mir nämlich jetzt auch nicht mehr genau sicher, weil klar, Plattfische können auch im Süßwasser überleben oder in so einer Art Brackwasser natürlich, zwischen Süß- und Salzwasser. Deswegen findet man ja häufig auch schon Plattfische im Rhein oder sonst irgendwas, dass man die da fangen kann. Aber interessant ist auch, falls da wirklich keine weiteren Löcher drin waren, entweder haben die Steine das Salz zerrissen und deswegen, dass die Steine da nicht mehr drin sind, wie Ankerin gesagt hat, oder es war wirklich was drin und Wildtiere haben das da rausgeholt oder Krebse. Boah, Alter. Könnte einiges sein, ne? Vielleicht findest du hier Forellen. Ja, bei Süßwasser könnte das gut sein. Ja, was halt super geil wäre mal zu machen, ist, dass man vielleicht eine Klippe sucht, hier mal rumläuft. Aber ich denke auch nicht, dass da Forellen so rumgeiern. Wenn man findet, wo das Wasser tiefer reingeht, dass man halt auch wirklich Fische da hat. Weil wir wissen ja, dass Forellen sehr, sehr sauerstoffreiches Wasser mögen. Mehr Forellen, müssen wir da mal gucken, ne? Weil hier ist so flach. Ja, Angelspot könnte geiler sein, aber könnte auch schlimmer sein. Wir hätten auch das Pech haben können, dass hier gar nichts abgeht. So haben wir immerhin Wasser, wo wir uns ausprobieren können, ne? Das stimmt. Nice. Arbeit ran da und dann weitermachen. Ist so. Wir haben jetzt eben hier nochmal das ein oder andere Moos gesammelt werden. Das war's doch schon. Das war's aus Folge 5 mit dem Thema Angeln. Das heißt, wir sind wieder auf dem neuesten Stand und ich bin gespannt, ob wir in Folge 6, 7, 8, 9, 10 irgendwann Fisch sehen werden, Leute. In Folge 6, 7, 8, 9, 10 irgendwann Fisch sehen. Also, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr überhaupt die aktuelle Staffel Sam vs. Wild? Findet ihr es interessant, dass dort auch Angeln eigentlich mehr praktiziert wird als in der letzten Staffel? Und genau. Falls ihr im Wasser seid, Leute. Ne, falls euch gefallen hat, Leute, Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und das Allerwichtigste, falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri, und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Euer Icy, macht's gut. Ciao.